Und hier ist der Boss, den wir schon gebracht haben. Ja, sehr schön. Damit erste Ebene abgeschlossen. Auf zum Wald. Und wir haben 3090 Gold. Wald war hier. Also ja, 3000 für den ersten Bereich klingt nach einer ganz guten Grundlage. Mir ist gerade was eingefallen. Ich könnte das ja so machen. Oh. Ich könnte das so machen, erstmal nicht zu sterben. Und dann, falls wir jetzt hier öfter scheitern sollten, könnte ich das so machen, dass ich immer die Leben, wo ich es nicht schaffe, den ersten Bereich freizuschalten, rausschneide. So dass ihr nur die Leben mitbekommt, wo ich auch wirklich Fortschritt quasi mache. Aber das muss ich mir noch überlegen. Weil sonst ist es nachher immer das gleiche und es könnte doch ein wenig fad werden. Und die reichen nicht, um einen umzubringen. Nö, braucht man drei Stück von. Wow. Okay. Kaputt. Oh, 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 oh. Komischer Ping-Pong-Ball da. So. Ich will doch nur hier unten die Sachen aufsammeln. Ping-Pong-Ball ist wo? Da. Oh, es sind hier zwei. Okay. So, besser. Ich mag diese Staffel nicht. Obwohl, überhaupt, ich kann so und so machen. Aha. Ich hab mal an das Dash gedacht. Sehr schön. Wow. Gut. Oh, das wäre gerade ein Geschoss gewesen. Schon Angst vor den eigenen Waffen. Das ist kein gutes Zeichen. Was haben wir da? Silberbracer. Das sind diese komischen Sachen, die nicht wirklich wie Silber aussehen, sondern so wie unsere Brustplatte. Das war ja die Silberbrustplatte. Ein Teleporter und der Weihnachtsmann. Hallo, Weihnachtsmann. Ich konnte den Weihnachtsmann nicht töten. Oh. So. Komm schon, du Bescheid. Genau. Wie komme ich da oben hin? Gar nicht, weil ich kein Zwerg bin. Schade. Okay, das geht. Oh. Sehr schön. Der Boss. Den Boss kenne ich noch gar nicht. Und wenn ich ihn nie versuche, werde ich ihn noch nie kennenlernen. Also ich sollte das mal angehen. Wir haben jetzt schon 3800 Gold. Also wenn ich nur einmal getroffen werde, gehe ich zum Boss. Machen wir es einfach so. Okay. Wow. Wow, wow, okay, ich wurde getroffen. Kiste kommt noch mit. Weil wir gierig sind. Raus hier. Du kommst noch mit. Und dann gucken wir, was es ist. Wir haben schon mal sehr viel Platz. Und es ist sehr schnell. Und es ist ein Schädel. Der vergessene Alexander. Jö. Hallo, Alex. Wow. Hallo, Alexander. Tut mir leid, dass du vergessen wurdest. Oh, und da sind noch kleine Schädel. Oh. Oh, dadurch können wir uns aber wieder aufladen. Weil die bringen ja jedes Mal Lebenspunkte. Sehr schön. Danke, Alexander. Keine. Hey, da war ganz schön was aus. Oh. Stirb. Ich denke mal, ich sollte die auch regelmäßig trimmen, sozusagen. Sonst werden das irgendwann zu viele, genau. Oh, und treffen lassen sollte ich mich von denen auch nicht. Wow, wow, wow. Viel zu viele, jetzt schon. Oh. Ja, die ganzen Sachen kann ich nicht mehr ausweichen. Au. Oh. Wow, 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 wow. Ja, nee. Also bei dem Boss auf jeden Fall darauf achten, möglichst schnell die... Oh, warte mal.
Oder werden es einfach automatisch immer mehr? Egal wie viel ich umbringe. Also ja, Theorie 1. Er spawnt jedes Mal, wenn er diesen Angriff macht, 3, 4 Gegner. Wenn man die umbringt, könnte man es theoretisch auf Status 0 halten. Nächste Theorie, es kommen einfach immer, immer mehr. Und man kann gar nicht gegen einen kämpfen. Und tot. No. Sir Jacoby. Hat eine Menge Gegner umgebracht. Oh, wow. Eine dritte Reihe sogar. Sehr schön. Okay. Ja, ein kopfüberstehender dürrer Typ, der weggeschubst werden kann. Jemand mit den coolen Smileys und der flexibel ist. Und jemand, der keinen Schmerz kennt. Also keine Lebenspunktanzeige, das mag ich nicht. Okay, ihn hier. So, 4130 Gold. Ich hätte gerne mehr Gewicht. Und dann erstmal geguckt, was es so tolles Neues gibt. So, Rune. Wir haben ja, umgebrachte Gegner bringen Lebenspunkte. Und es scheint keine Lebenspunkte abzuziehen. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Hier ist egal. So, du hast Silberzeug, habe ich mir sagen lassen. Das war das Blutzeug. Das Silberding haben wir da schon. Und hier werden die. Bringt 6 mehr Magie. Was ich jetzt nicht so toll finde. Warte mal. Wir haben jetzt die hier an. Ja, nö. Oh, was haben wir hier Neues? Plus ein Siphon. Was ist Siphon? Das probiere ich mal aus. Könnte Mana-Abzug sein beim Tod. Und so haben wir jetzt so oder so erstmal wieder mehr Lebenspunkte, weil wir keinen Bloodcape tragen. Aber wir haben die Rune, also kriegen wir trotzdem mit jedem Tod Lebenspunkte. Ja. Dich haben wir, dich wollten wir nicht. Dich haben wir. Okay, 1750 fürs Schloss. Was nehmen wir denn da mal? Mehr Gewicht. Mehr Lebenspunkte. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh, stimmt. Dazu könnten wir den Architekten auch benutzen. Wenn wir das Dingens gleich lassen, so wie es jetzt ist, können wir schneller in die anderen Gebiete gehen. Das teste ich doch mal. Du, ja, bla, bla. Schloss wird nicht verändert. Magisch, bla. Dröhnen. Oh, und der Weihnachtsmann. So. Kriegst 140 Gold. Wir gehen rein. Und teleportieren uns gleich in den Wald. Nö, wir teleportieren uns zum Turm. Hallo? Ich will nach oben. Warum kann ich nicht nach oben teleportieren? Na, guck mal. Erstmal hier hin. Ah. Und so haben wir auch Rückzugsorte. Denn vor dem Bossraum und oben sind ja jeweils die Statuen. Wo einmal Mana, einmal Lebenspunkte dran sind. Also einmal hier, einmal da unten in dem unteren Bereich, einmal oben beim Turm und einmal beim Wald. Ah, okay. Du sollst... Warum machst du mir die Karte auf, Junge? Du sollst... Achso. Deswegen macht er mir die Karte auf. Aber ja, es scheint echt so, als wenn ich nicht... Wo zur Hölle bin ich? Achso. Es scheint so, als könnte ich echt nicht nach oben mich teleportieren. Warum auch immer. Na gut, machen wir hier im Wald weiter. Und wenn es zu haarig wird, teleportieren wir uns zurück. Oh. Und sacken einfach die Lebenspunkte, Statuen und so weiter ein. Sehr schön. Adio. Wir kriegen immer noch 2 Lebenspunkte zurück, wegen der Rune. Und 2 Mana-Punkte zurück, wegen dem Siphon. Von dem einen Cape.
Was jetzt nicht so überragend ist, aber wenigstens verlieren wir keine permanenten Lebenspunkte dazu. Dadurch, wie bei den ganzen Blattausrüstungsgegenständen. So, gut. Kaputt. Oh. Schon vorsichtiger, Geogon. Oh. So. Jetzt haben wir hier ein geschütztes Auge. Komisches kleines Ding. Weiter. Und ein Höllenwert, das ignoriert wird. Wir haben erst 200 Gold. Nicht mal, wir haben 198 Gold. Wie kommen wir auf so eine ungerade Zahl? Achso. Wegen dem Architekten. Ja. Also es ist zwar ganz nett, sofort in den Wald zu können. Aber wir kriegen so wenig Gold, das bringt nicht, sofort in den Wald zu können. Und ich will schon gar nicht den Gegner jetzt versuchen, also den Endgegner. Aber wenn wir ihn dann besiegen und dann nur einen Anteil vom Gold bekommen, was ja richtig viel ist bei den Endgegnern anscheinend, das wäre dann doof. Jo. So. Oh, oh, nicht ganz runter. Komm schon, stirbt Magier. Weg, weg, und hier ist gar nichts. Sehr schön. Raus. Ist ja fast durch mit dem Wald. Okay. Wir haben 300 Gold gemacht. Das ist echt nicht schön. Erinnert mich daran, nie wieder den Architekten zu benutzen, außer ich will irgendwas Neues ausprobieren. Oh, da oben geht's noch weiter. Da. Hops, hops, hops. Hallo, Gegner. Au, au, au. Gleich kaputt. Und kaputt. Kein schöner Raum. Sir McLeddery. Hat nicht mal eine Reihe vollbekommen. Schande. So, farbenblind, kurzsichtig, kein 3D-Gucken. Lass mir das kein 3D-Gucken noch am liebsten. Und 330. Reicht für nix. Gar nix reicht das. Dich lassen wir diesmal schön da, Architekt. Wir gehen ganz normal rein. Und kämpfen uns durch, wie es sich für ein Paladin gehört. So. Zip, zip, zip. Ich hab euch auch lieb. Doofe grüne Dinger. So. Oh, da war ein Tagebucheintrag. Eintrag Nummer 6. Ich habe niemals die Dunkelheit gemocht. Ich bevorzuge es, meinen Gegner in einem offenen Feld bei offener Sicht bekämpfen zu können. Aber nun finde ich mich in diesen dunklen Gängen mit einer Hand voraustastend, die andere bei meinem Schwertgriff. Ich kann niemals sagen, was hinter der nächsten Ecke lauern mag. Ich bin der größte Schwertkämpfer in allen Landen. Doch selbst ich habe Probleme, die Dämonen in Schach zu halten. Meine Geschwister können sich glücklich schätzen, dass ich vorgelaufen bin. Für sie war ich ein Segen in Verkleidung. Denn sie hätten nicht die Ausdauer, diese Hallen zu bestehen. Ja, die Hallen haben es in sich. Keinen Schaden nehmen. Versagt. Weg hier. Zack, zack. Hühnchen. Stimmt, wir hatten schon lange keinen Helden mehr, der Angst vor Hühnchen hatte. Oh, now entering the Maya. Statt nichts vom Turm. Aber es wird der Turm sein. Kaputt. Kaputt. Volle Lebenspunkte, aber nur 90 Gold. Wir haben nicht besonders viele Kisten gefunden. Kaputt. Kaputt.
runter. Oh, was macht ihr denn schon hier? Komm, auf die grobe Tour. Grobe Tour ist nicht so gut gewesen. Oh. Komm schon. Oh, also. Und wir sind gleich tot. Oh. Stärke erhöht. Sehr schön. Jedes Leben, wo wir permanent irgendwas erhöhen, ist ein gutes Leben. Auch wenn die Aktion gerade völlig sinnlos war. Also einfach in Nahkampf zu gehen, denen. Aber na gut. Da kamen wir her. Da wollten wir eigentlich nicht hin, aber okay. Und der hat sich einfach mal hinterrücks umgedreht. Sir Useless wurde von einer Box umgebracht. Das passt ja. Na gut, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder.